For somebody who has a very common 8-character password, it can literally take less than a second. Ich glaube sehr an den Kampf und ich genieße das auch. Darf ich Geheimnisse verraten? Nachdem ich gegenüber meinen Dienstvorgesetzten signalisierte, dass ich mich nicht beugen werde, hat man dann den Versuch unternommen, über meine Familie Druck auszuüben. Ob man denn überhaupt wüsste, was für ein krimineller Schwiegersohn man hat und. Wenn man als Lügner bezeichnet wird, obwohl man die Wahrheit sagt, ist es schon persönlich. Sie haben ja meine Glaubwürdigkeit, meinen Beruf, meine Berufsehre, die haben ja alles kaputt gemacht. Wo endet Loyalität? Ich habe aus Überzeugung gehandelt, ich stehe zu dem, was ich getan habe, aber ich habe nicht mit dem Risiko gerechnet, womöglich ins Gefängnis gehen zu müssen. Der Preis der Wahrheit. Für Whistleblower ziemlich hoch. Die Entscheidung, einer zu werden, nicht leicht. Was geht da in einem vor? So mutig wie der Snowden müsste man sein. Wenn ich die Nummer öffentlich mache, dann platzt die Bombe. Ein Skandal wie die Panama Papers. Wie sagt man so schön, unsere Demokratie wäre in ihren Grundfesten erschüttert. Aber ist es das wert? Was habe ich davon? Wie lange schaust du zu und schweigst? Wann machst du dein Wissen öffentlich und zeigst Gesicht, ohne zu ahnen, was dann passiert? Sie hat es getan. Brigitte Heinisch war Altenpflegerin in Berlin. Wollte nicht länger die Missstände an ihrem Arbeitsplatz dulden. Klagt, geht damit in die Öffentlichkeit. Ihr wird fristlos gekündigt. Es gab also zwei Sachen. Einmal die Sache, dass ich mich auch selber schützen musste in diesem ganzen Umstand und dass ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte, wie dort alte Menschen verwahrlosen und vernachlässigt werden und dass ich die Pflege, die eigentlich geschuldet ist den Leuten, weil sie haben mir auch dafür bezahlt, also nicht leisten konnte. Berufsethos, sowas gibt es. Es war die Motivation für ihn. Rudolf Schmenger, heute Steuerberater. Er war mal Steuerfahnder in Frankfurt, bis er zwangspensioniert wird wegen angeblicher psychischer Probleme. Fast so etwas wie der Prototyp des korrekten deutschen Beamten. Er war Teil einer Spezialtruppe der Steuerfahndung, die Razzien bei Großbanken initiiert und so Tausende von Verfahren anschiebt, bis sie ohne triftige Gründe gestoppt werden. Rudolf Schmenger will das nicht akzeptieren und pfeift auf die Karriere. Deshalb finde ich das auch wichtig, dass man dann nicht schweigt für eine Beförderung, sondern wir müssen die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis setzen, dass Jahr für Jahr sehr hohe zweistellige Milliardenbeträge an Steuerausfällen nicht für unser Gemeinwohl zur Verfügung stehen. Und das ist eine Verpflichtung als Demokrat, weil ansonsten setzen wir ja selbst mit unserem Handeln unsere Gewaltenteilung außer Kraft. Ein Verräter von Geschäftsgeheimnissen steht vor Gericht. Sein Verrat spart Europas Bürgern Milliarden. Antoine Deltour, ein junger Franzose, der im nahen Luxemburg Karriere machen will. Er startet als Rechnungsprüfer und macht dann öffentlich, wie Großkonzerne Milliarden Euro an Steuern sparen. Und das mit Hilfe des Staates Luxemburg. Der Anfang von LuxLeaks. Als Rechnungsprüfer war ich nicht direkt mit Steuerangelegenheiten befasst. Ich hatte nur die Steuerkonten von kleinen Firmen zu prüfen. Mit der Zeit aber habe ich die wahre Natur dieser Steuerpraktiken erkannt. Ich konnte das nicht akzeptieren, war nicht mehr motiviert und beschloss schließlich zu kündigen. Whistleblower brauchen Öffentlichkeit. Journalisten, die Informationen prüfen und publizieren. Wie Frederik Obermeier und Bastian Obermeier. Sie sind Enthüllungsjournalisten.
Einer, der sich John Doe nennt, einer, der unerkannt bleiben möchte, hat sich die beiden Journalisten der Süddeutschen Zeitung ausgesucht. Für den ganz großen Verrat. Die Panama Papers. Es ist nicht das erste Mal, dass sie mit einem Whistleblower zusammenarbeiten. Ich glaube, jeder ist so für sich einzigartig. Was sie eint, ist, wenn ich das irgendwie feststellen kann aus der Ferne, so eine Art irgendwie Drang nach Gerechtigkeit, dass man irgendwas, was falsch läuft, gerade rücken möchte. Whistleblower haben Helfer. Sarah Harrison ist so jemand. WikiLeaks-Aktivistin, die selbst sehr viel riskiert. 3 Jahre darf sie nicht in ihr Heimatland England, nachdem sie Edward Snowden zur Flucht verholfen hatte. Snowden, der ehemalige NSA-Mitarbeiter, der das weltweite Überwachungsprogramm der US-Geheimdienste verrät. Klingt nach Abenteuer. Ja, in vielerlei Hinsicht. Natürlich, ich bin nicht naiv. Ich sehe, dass die Risiken echt sind. Aber andererseits glaube ich zutiefst an den Sinn und Wert dieser Arbeit. Und ich glaube sehr an den Kampf. Und ich genieße das auch. Lust am Kampf für Gerechtigkeit. Die ist nicht jedem gegeben. Die Motivation, Missstände öffentlich zu machen, zum Whistleblower zu werden, speist sich tief aus der eigenen Persönlichkeit. Du brauchst eine innere Haltung, um die Sache durchzustehen. Da kannst du ganz viel Solidarität von außen haben, aber wenn du nicht diesen Widerstand entwickelst, also dass du widerständig wirst, dann schaffst du das nicht. Das ist auch aus meiner tiefsten Überzeugung herausgekommen halt. Nur aus einer tiefen Überzeugung heraus kann man so eine Widerständigkeit entwickeln. Ich denke, sehr viele Whistleblower sind Einzelgänger. In dem Augenblick, wo man gewisse Insider-Informationen erstmal mit einem größeren Kreis diskutiert, dann kommen die Bedenkenträger, die natürlich dann nur ihre eigenen Privilegien im Vordergrund sehen. Und das ist nicht unbedingt aufbauend, sondern in so einer Situation braucht man Menschen, die einem auf die Risiken hinweisen, die aber begleitend einem zur Seite stehen. Mensch, für Gerechtigkeit bin ich schon auch. Wenn ich da noch länger zusehe, scheiß Gewissen. Nur, wenn ich rausposaune, was ich weiß, dann wird's gefährlich. Werden die nicht alles tun, um mich zu stoppen? Sind Staaten und Regierungen beteiligt, dann gehört die ständige Überwachung der Kommunikation, der E-Mails und Telefonate dazu. Wird zur Normalität. Das, was ich jeden Tag am stärksten spüre, ist das Risiko, sich in einer hochgesicherten Umgebung zu bewegen. Wenn ich einen Fehler mache, dann riskiere ich nicht mein Leben, sondern ich riskiere anderer Leute Leben und Freiheit. Das ist eine große Verantwortung, die mich auch besorgt. Wenn dein eigenes Tun sich auf die Freiheiten eines anderen auswirkt, das ist schon eine große Sache, mit der man umgehen muss. Verlust der persönlichen Freiheiten. Damit ist zu rechnen. Bei Ex-Steuerfahnder Rudolf Schmenger beginnt das, als er amtsintern den zu laxen Umgang mit Steuersündern moniert. Ich habe riskiert, dass man mir ja meinen Beruf nahm, dass man mich sogar psychiatrisieren ließ über einen Falschgutachter, wie wir heute wissen, dass man mich bis zum heutigen Tage eigentlich diffamiert, verleumdet, weil solange ich nicht rehabilitiert bin durch die hessische Landesregierung, stehen immer noch diese falschen Einträge im Internet. Sie wurde rehabilitiert vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Trotzdem. Wenn man als Lügner bezeichnet wird, obwohl man die Wahrheit sagt, ist es schon persönlich. Also das haben sie gemacht. Sie haben ja meine Glaubwürdigkeit, sie haben ja mein, was ich als Fachkraft, als mein Beruf, meine Berufsehre, die haben mir alles kaputt gemacht. Auf Bewährung verurteilt. Ein Jahr zuvor hat das Europaparlament Antoine Deltour noch den Bürgerpreis verliehen.
Natürlich war ich überrascht. Ich hatte mich als anonyme Quelle verstanden. Jetzt muss ich dafür gerade stehen. Klar, ich habe aus Überzeugung gehandelt. Ich stehe zu dem, was ich getan habe. Aber ich habe nicht mit dem Risiko gerechnet, womöglich ins Gefängnis gehen zu müssen. Meine Anwälte haben mir empfohlen, an die Öffentlichkeit zu gehen, zum Schutz. Und ab da bekam der Fall sehr viel Aufmerksamkeit. Protection from the public, and from then, of course, the pressure increased with lots of attention on this case. Trotz aller Bekundungen der Regierenden, in deren Augen machen sich Whistleblower schuldig, gehören verfolgt und angeklagt, selbst wenn ihre Enthüllungen der Gesellschaft nützen. Das ist doch offensichtlich. Wenn jemand sowas macht, der wird gejagt und angeklagt, trotz aller Bekundungen von Politikern. Da kommen harte Vorwürfe auf einen zu. Diese Leute muss man schützen. Besonders in den großen Fällen wird die Propagandamaschine angeworfen. Nehmen wir Edward Snowden. Ist er ein Held oder ein Verräter? Die macht ja auch nur ihren Job. Weiß sie eigentlich, welches brisante Material da auf ihrer Festplatte schlummert? Die bereichern sich auf Kosten der Allgemeinheit. Komm, was man hat, hat man. Muss ja nicht gleich zum Whistleblower werden. Was macht eigentlich so ein Whistleblower? Annegret Falter, Vorsitzende des Whistleblower-Netzwerks, hat davon eine genaue Vorstellung. Eine Begriffsklärung. Ein Whistleblower, der enthüllt Missstände, gravierende Missstände, das ist wichtig, über die nur oft eine Handvoll von Personen überhaupt Informationen hat. Der enthüllt die Missstände, Gefahren, Risiken für Gesundheit, Umwelt, für Demokratie, Frieden, soziale Gerechtigkeit. Wir haben da einen ganz weiten Begriff. Kaum einer der großen Skandale kam in den vergangenen Jahren ohne die Hilfe von Whistleblowern ans Tageslicht. Neben der Öffentlichkeit profitieren vor allem Journalisten. Ja, wichtiger ist eigentlich die Frage, was würde der Öffentlichkeit fehlen ohne Whistleblower? Das ist einfach ein Riesenhaufen Informationen, die so nicht rauskommen würden. Und das sind einfach wichtige Informationen, wenn man jetzt zum Beispiel Luxemburg-Leaks anschaut. Da hat er jahrelang Luxemburg Milliarden gestohlen von seinen Nachbarländern. Und wir saßen alle da und wussten jedenfalls nicht genau, was da vor sich geht. Und das ist schon ein Dienst an der Gesellschaft, der da auch getan wurde. Wir leben in einer sehr auf Wettbewerb getrimmten Welt. Vielen Mitarbeitern von Unternehmen sind öffentliche Belange egal. Darum ist es wichtig, dass sich die Bürger der gesellschaftlichen Interessen bewusst sind. Antoine Deltour, für das Gericht in Luxemburg ein Straftäter, für seine Unterstützer ein Held, der der Öffentlichkeit mit wichtigen Informationen hilft. Ich mache das aus der Überzeugung heraus, dass bestimmte Informationen zugänglich sein müssen. Die Öffentlichkeit muss die Gelegenheit haben, sich mit Originaldokumenten zu beschäftigen. Das ist ja auch einer der Gedanken, der hinter der Enthüllungsplattform WikiLeaks steckt. Nicht zuletzt profitieren auch Politiker von Dokumenten und Informationen, deren Quelle ein Whistleblower ist. Sven Giegold kümmert sich als Mitglied im Untersuchungsausschuss des Europäischen Parlaments um die Folgen der LuxLeaks-Affäre, untersucht Praktiken von Geldwäsche und Steuervermeidung. Es zeigt, dass Strafverfolgungsbehörden, aber auch die Politik und die Aufsichtsbehörden oft nicht perfekt funktionieren. Und zwar deshalb, weil häufig die Behörden, die eigentlich für Ordnung sorgen sollten, stark beeinflusst sind von den Wirtschaftsakteuren, die sie kontrollieren sollten. Und deshalb sind wir auf Whistleblower angewiesen. Whistleblower, die der Demokratie nicht nur auf der ganz großen Bühne helfen. Vor ein paar Jahren hatte ich zu jemandem Kontakt, der hat gekämpft in Senftenberg an der Uni, dass behinderte
zugelassen werden mit Studium, dass die da auch Hilfe kriegen halt, ne? Der hatte dort auch Schwierigkeiten und auch wohl ein paar Kündigungen und der hat gewonnen vom Arbeitsgericht. Und der hat mir geschrieben, also ohne mein Urteil hätten die auch nicht umgedacht und halt. Ohne, ne? Ihr Urteil vor dem, ja, Europäischen Menschenrecht. Vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der hat sich bedankt und da hat mich total gefreut. Wenn ich damit rausgehe, haben alle was davon. Journalisten, Politiker, die Gesellschaft. Klar, was dann auch kommt, wird nicht einfach. Vielleicht schmeißen sie mich raus, wollen an mir ein Exempel statuieren. Halte ich das aus? Sie hält das aus. Nach außen wirkt Sarah Harrison tough und locker. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da mussten Interviews mit ihr noch an verschwiegenen Orten stattfinden. Vermisst sie etwas in ihrem Leben? Schwierige Frage. Ich denke, ich habe so viel mehr gewonnen als verloren. Was soll ich vermissen? Ich bin nicht in sozialen Medien unterwegs, verzichte oft aufs Telefonieren. Viele können sich das gar nicht mehr vorstellen. Was wirklich sehr schlimm war, war die Zeit, als ich nicht nach Hause konnte. Ich konnte 3 Jahre lang nicht nach Hause. Das finde ich schlimm, dass in einem Land, das sich so viel auf seine Pressefreiheit einbildet, dass ich dort als Journalistin nicht nach Hause gehen durfte. Zuvor hat sie 4 Monate an der Seite von Edward Snowden verbracht. Erst in Hongkong, dann in Moskau. Sie macht Weltgeschichte, immer auf der Hut vor Geheimdiensten. Noch immer darf sie nicht in die USA reisen. Für mich ist es vergleichsweise harmlos. Jemand wie Julian Assange, der sitzt seit 4 Jahren in einem Zimmer, jeden Tag, obwohl selbst die UN sagen, dass das nicht rechtens ist. Ich kann mich fast auf der ganzen Welt bewegen. Gut, ich darf nicht in die USA, aber ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Es gibt so viele gute und aufregende Dinge an meiner Arbeit und ja, ein bisschen bin ich auch ein Adrenalin-Junkie. Brigitte Heinisch war Altenpflegerin. Sie ist niemand, der das Abenteuer als Whistleblower sucht. 7 Jahre kämpft sie gegen die fristlose Kündigung des Arbeitgebers, aber verliert in allen Instanzen. Wenn man sich rausstellt und sagt, die Sachen mache ich nicht mehr mit, ich mache jetzt die Dinge öffentlich, dann stellt man sich schon in erste Reihe halt, ne? Und da muss man schon Kraft haben, stressresistent sein und das war ich nicht. Also war ich über einen gewissen Zeitraum. Ich habe ja 10 Jahre lang Antidepressiva nehmen müssen. Ich habe ja unter Antidepressiva die ganze Sache durchgestanden. Erst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt, ihre Kündigung ist ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Die Wiederaufnahme des Verfahrens bringt einen Vergleich, 90.000 Euro. Aus der fristlosen wird eine ordentliche Kündigung. Ich hatte ja vom Europäischen Gerichtshof gewonnen, hatte ein Wiederaufnahmeverfahren, bin in diesem Wiederaufnahmeverfahren von dem Richter erneut bedroht worden. Der hat zu mir gesagt, Frau Heinisch, wenn Sie jetzt hier nicht zustimmen mit dem Vergleich, ich wollte ja diesen Vergleich ja nicht, ne? Dann können wir noch Jahre eine juristische Auseinandersetzung führen. Der hat mich richtig bedroht. Er hat gesagt, er möchte es bitte unterlassen, was das soll. Whistleblowing verändert nicht nur den Whistleblower. Mit den Konsequenzen leben auch diejenigen, die die geheimen Informationen verwerten, wie Investigativjournalisten. Ich glaube, man wird selbst so ein bisschen paranoid. So, man fängt an, sich auf einmal Gedanken zu machen, welches Handy, welcher Laptop in welchem Netz schon mal eingeloggt war, ob das gut war, ob das schlecht war, ob man deswegen irgendwas wieder überspielen muss. Klar, das schon. Ich glaube, da sind wir beide. Wir haben viel dazugelernt, glaube ich, in der Zeit jetzt auch. Aber wir haben auch vor allem Paranoia gelernt. Aber ich glaube, es ist gesunde Paranoia. Weil man
glaube ich, in dem Bereich nicht gut genug aufpassen kann. Als Antoine Deltour bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC, eine der größten und renommierten Adressen in der Branche, beginnt, freut er sich auf einen gut bezahlten Job. Ein Beruf, der ihn interessiert. I had no political activity. Politisch war ich nie aktiv. Ich hatte Überzeugungen wie jeder Bürger, aber ich war kein Aktivist. Ich denke, kein Whistleblower wacht eines Tages auf und sagt, okay, heute möchte ich zum Whistleblower werden. Das kommt so mit der Zeit. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich die Steuerkonten einer Firma geprüft habe. Dabei habe ich festgestellt, dass deren effektiver Steuersatz noch nicht einmal bei 3% lag. Also habe ich nachgehakt und herausgefunden, dass die Gewinne nach Luxemburg verschoben wurden, obwohl dort real gar nichts erwirtschaftet wurde. Und an dem Ort, wo die Firma real aktiv war, wurde sie nicht besteuert. Rudolf Schmenger ist zunächst ein erfolgreicher Steuerfahnder. Zu erfolgreich? Er legt sich mit seinen Vorgesetzten in der Behörde an. Er und andere Kollegen werden versetzt, von ihren Aufgaben entbunden. Das machen sie öffentlich. Doch statt Rehabilitierung folgt die Zwangspensionierung auf Basis eines psychiatrischen Gutachtens. Eines falschen Gutachtens, wie sich später zeigt. Man hat keine Vorstellung als Außenstehender, was das bedeutet, wenn man psychiatrisiert wird. Wenn Sie sich vorstellen, Sie müssen gegenüber Ihrer Frau, gegenüber Ihrem Kind, der kompletten Familie erklären, ich bin psychiatrisiert. Meine Familie wusste auch, dass ich die Wege, die ich gehe, so gehe, wie ich sie nun mal gegangen bin. Das ist auch zwingend erforderlich, weil wenn man dann anfängt zu zaudern, dann kommt man nicht zu dem Ergebnis. Man erlebt natürlich in so einer langen Zeitstrecke von 15 Jahren auch eine persönliche Entwicklung. Also vor 15 Jahren war ich eigentlich noch sehr pflegeleicht und habe da auch noch gewisse Höflichkeiten eingehalten. Heute würde ich das vom ersten Tag alles beim Namen benennen und würde auch Wege gehen, die noch ungewöhnlicher sind wie die Wege, die ich bestritten habe. Moderne Zeiten. An den Kopierer muss ich Gott sei Dank nicht mehr. Hunderte von Seiten, vielleicht sogar Tausende. Gigabyte. Geht ruckzuck. Ich lade einfach mal alles runter. So, der erste Schritt ist getan. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der mir das Material abnimmt. Journalisten, wie eben Frederik Obermeier und Bastian Obermeier von der Süddeutschen Zeitung. Hier sind Whistleblower gern gesehen. Eine gute, exklusive Story macht Auflage und Gewinn. Es gibt Leute, die uns Briefe schreiben, es gibt Leute, die E-Mails schreiben, die uns auf verschlüsselten Chats oder auch über verschlüsselte E-Mails Nachrichten zukommen lassen. Aber wir hatten auch schon mal Fälle, wo uns auch Leute angesprochen haben, einfach persönlich. Also die einfach die Nähe gesucht haben und dann irgendwann einen angesprochen haben. Jetzt müssen Sie prüfen. Ist so jemandem zu trauen? Oder ist das nur ein Freak mit der nächsten Verschwörungstheorie? Das Schwierige ist ja, ich will nicht wissen, wie viele Whistleblower wir schon verpasst haben. Weil es ja auch die erste Kontaktaufnahme, wir haben viele Nachrichten, die uns erreichen. Da hört sich vieles oft verrückt an. Vieles ist es auch, aber manchmal steckt in so einer verrückten Nachricht dann auch ein ganz, ganz wichtiger Kern und auch der Beginn von einer ganz, ganz großen Geschichte. Und da irgendwie es zu erkennen oder auch das Glück haben, das zu erkennen, ich glaube, das braucht man einfach. Bekommen Journalisten Zugriff auf brisantes Material, wie zum Beispiel die Panama Papers, wird es technisch. Wie schützt man die Informationen? Verschlüsselung der Daten? Fragen eigentlich für Geheimagenten, nicht für Journalisten. Da haben wir uns sehr, sehr viele technische Fragen einfach stellen müssen. Ich meine, wir hatten da zu dem Zeitpunkt einen Datenberg, der damals ein paar hundert Gigabyte groß war. Aber wo wir in Zeiten von NSA und Co. auch wissen, Daten, die auf einem Computer liegen, der irgendwie in Verbindung nur zum Internet steht, sind gefährdet. Also mussten wir uns überlegen, okay, wir brauchen also Computer,
die nicht am Internet sind und auch noch nicht waren. Die Datei also einfach noch nicht irgendwie, wo nicht irgendwelche Malware schon draufgespielt sein kann. Wir haben einen eigenen Raum hier im Haus bekommen, zu dem nur ganz, ganz wenig Leute Zugriff hatten. Wir haben dann so Sachen gemacht, dass wir auch die Computergehäuse geschützt haben, um zu sehen, wenn da jemand schon in diesen Raum reinkommen würde und quasi versucht, die Gehäuse zu manipulieren. Wir haben Kommunikation über dieses Projekt aufs Minimum heruntergefahren und auch die dann einfach uns strikt einfach darauf gepocht, alles, was über dieses Projekt geredet wird, muss verschlüsselt sein. Es darf keine offene Kommunikation darüber geben. Und ich glaube, das ist einfach bei dem Projekt, wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre es irgendwann auch aufgeflogen. Die Digitalisierung hat auch das Whistleblowing verändert. Auch hier macht das Internet alles größer und schneller. WikiLeaks gibt es nur, weil es das Internet gibt. Die Möglichkeit, in Windeseile Tausende von Dokumenten öffentlich zu machen. In Echtzeit. Das funktioniert nicht mit gedruckten Zeitungen oder mit Büchern. Die Technologie hat ganz neue Möglichkeiten geschaffen. Und man kann sich vorstellen, Regierungen, die schon früher gegen Whistleblowing vorgegangen sind, für die muss es jetzt der Horror sein. Auch vor 20, 30 Jahren gab es schon Whistleblower. Aber es fiel weniger auf. Womöglich, weil es nur ein paar kopierte Seiten sind, die damals Journalisten angeboten werden. Für die Panama Papers hätten wir, weiß nicht wie viele hundert Trucks gebraucht, um das ganze Material irgendwie hierher zu schaffen. So ist es einfach, jemand schiebt was auf den Stick oder wo auch immer hin und es ist weg. Und man kann es nicht mal sehen in der Firma, weil es fehlt ja nicht. Und seit der Erfindung einer ganz normalen Kopiermaschine, die wir heute als Relikt quasi am Gang stehen haben, weil wir alles einscannen und fast nichts mehr kopieren. Das war quasi der erste Schritt und die komplette Digitalisierung war der zweite Schritt und seitdem ist schon dieser rapide Anstieg von neuen Leaks, die ja immer noch größer werden. Und auch unser Leak wird nicht das größte Leak bleiben, da bin ich mir total sicher. Was hält mich jetzt noch ab? Was lässt mich zögern? Keine Ahnung, ob ich mich damit strafbar mache. Welche Gesetze gibt es zum Whistleblowing? Habe ich auch Rechte? Fragen, mit denen sich potenzielle Hinweisgeber an das Whistleblower-Netzwerk wenden. Whistleblower sind gesetzlich überhaupt nicht geschützt. Es gibt einige höchstrichterliche Urteile und es gibt einen von den Gegnern des Whistleblower-Schutzes immer wieder zitierten Paragraphen im Bürgerlichen Gesetzbuch, das ist der 612a, der besagt sinngemäß, dass Arbeitnehmer, wenn sie in zulässiger Weise ihre Rechte wahrnehmen, dass sie dann keine Nachteile haben dürfen. Was soll das bedeuten? Keiner kann vorhersagen, wie ein Fall, der vor Gericht kommt, ausgeht. Klar ist, wer Missstände bei seinem Arbeitgeber aufdeckt, ist in einem Dilemma. Denn als Angestellter oder Beamter unterliegt er besonderen Verpflichtungen, beispielsweise der Amtsverschwiegenheit. Die erste Verhandlung, die hatte ich ja gewonnen und da war ich zufrieden. Und da habe ich gedacht, na, vielleicht klären sich die Sachen jetzt noch. Okay, haben sie auf die Mütze jetzt gekriegt, kannst wieder im Betrieb, kannst weiterarbeiten. So, ging nicht. Sind in Berufung gegangen, haben gesagt, Frau Heinisch, Sie haben eine gesteigerte Loyalitätspflicht Ihren Arbeitgeber gegenüber. Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, der ist in Deutschland immer schon strafbewehrt. Und da gibt es diesen sehr stark betonten Schutz von ökonomischen Geheimnissen. Und dem steht nicht ein vergleichbarer Schutz des demokratisch wichtigen Whistleblowers gegenüber. Antoine Deltours Ex-Arbeitgeber PricewaterhouseCoopers, eine weltweit agierende Beratungsgesellschaft, hat großen internationalen Konzernen geholfen, Steuern zu vermeiden. Wer so etwas öffentlich macht, macht sich strafbar. Ich glaube, wir müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen. In etlichen Wirtschaftssektoren, bei einem Teil der Unternehmen, ist der Bruch von Recht oder zumindest illegitimes Handeln so normal,
dass Whistleblower eine Gefahr für das jeweilige Geschäftsmodell darstellen. Und deshalb gibt es eben in praktisch keinem europäischen Land eine umfassende Schutzgesetzgebung für Hinweisgeber. Was wir jetzt sehen, ist ein Witz. Also da werden Leute, die irgendwie sich selbst gefährden, um das Wohl aller, werden eingesperrt. Und große Firmen dürfen selbst entscheiden, was ihre Handelsgeheimnisse sind. Noch immer fehlt ein ausreichender gesetzlicher Rahmen für Whistleblowing. Und das grenzübergreifend. Zum Beispiel der Fall von Edward Snowden. Als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, habe ich mit einer Reihe von Politikern gesprochen, ob Edward Snowden hier Asyl bekommen kann. Man hat seinen Antrag zurückgewiesen. Verschiedene Leute sagten mir, man könne ihn hier nicht schützen, weil der deutsche Geheimdienst mehr Rücksicht auf die Interessen der USA nehme als auf die deutsche Regierung. Das ist unglaublich. Man sieht daran, wie politisch aufgeladen diese Fälle sind und wie die USA das alles dominieren. But yeah, you can see from these sorts of things how politicized these cases are, how dominant the US is in them. In Deutschland gab es Gesetzentwürfe, Expertenanhörungen. Die Fragen sind ausdiskutiert, die Themen alle erläutert. Doch bis heute kein Gesetz zum Schutz von Whistleblowern und auch kein Asyl für Edward Snowden. Ich denke, das liegt in erster Linie am amerikanischen Imperialismus. Sie betreiben ein Imperium. Und Europa beugt sich dieser globalen Macht, die alles dominiert. Beispiel Snowden. Da wird das Flugzeug eines Präsidenten zum Landen gezwungen. Das ist unglaublich. Da wird internationales Recht gebrochen. Und zahllose Länder machen ihren Luftraum dicht, weil die USA anrufen. Kein Wunder, dass ihr Hinweisgeber für die Panama Papers, der John Doe, bis heute anonym bleiben möchte. Bastian Obermeier und Frederik Obermeier wissen bis heute nicht, ist es ein Mann oder eine Frau? Für mich ist es auch eine der großen Fragen für uns, ob wir es jemals wissen werden. Ob es jemals sich John Doe quasi zu erkennen geben wird. Ich persönlich würde bei der gegenwärtigen Lage, könnte ich nur raten, nein. Ich glaube, wenn man sich den Whistleblower-Schutz weltweit und die Situation von anderen Whistleblowern anschaut, glaube ich, ist es derzeit der beste Schutz für den Whistleblower, anonym zu bleiben. Und auch gegenüber dem journalistischen Gegenüber anonym zu bleiben, also in dem Fall uns. Wir können uns nicht verplappern, wir können nicht es bewusst oder auch unbewusst verraten. Und ich glaube, dadurch ist der Schutz für John Doe am größten. Es gibt welche, die machen ja richtig Geld mit solchen Infos. Ich sag nur Steuer-CDs. Eins ist jedenfalls klar. Für die Kollegen werde ich in Zukunft der Verräter sein. Ist mir aber egal. Ob ich ein Guter bin, das müssen andere entscheiden. Brigitte Heinisch wollte nicht mehr zuschauen. Patienten, die im eigenen Kot liegen müssen, weil es an Personal fehlt. Jahrelang ändert sich nichts. Sie verklagt ihren Arbeitgeber. Verrat. Wem denn verraten? Den Einzigen, den ich verraten dort könnte, das wären jetzt die Leute, die mir da anvertraut waren. Weil die ja auf die Hilfe angewiesen sind. Die sind darauf angewiesen, dass das Personal einfach da ist und sie versorgt. Und da spielt es auch überhaupt ja keine Rolle, ob die jetzt dafür bezahlt haben oder nicht dafür bezahlt haben, weil das ist so was Grundlegendes, was eigentlich auch in einer modernen Zivilgesellschaft da sein sollte. Solidarität und dass man anderen hilft. Der Krankenhauskonzern, für den Heinisch damals arbeitet, stand vor der Pleite, sparte an Personal und Windeln. Dieser Umstand, die Motive ihres Arbeitgebers, spielten für sie jedoch keine Rolle. Hat er eigentlich nicht lange Loyalität gezeigt? Also Loyalität sowieso nicht. Also Loyalität den alten Leuten gegenüber, das ist richtig. Mein Arbeitgeber gegenüber, ja, was soll ich da loyal sein? Also, ich habe ja da keine Betriebsgeheimnisse. Ich habe ja nicht in einer Automobilfirma gearbeitet und irgendwelche Autopläne an der Öffentlichkeit gebracht. Whistleblower tun, was sie für richtig halten.
Doch dürfen sie sich über geltende Gesetze hinwegsetzen? Wo verläuft die Grenze? Natürlich sind Geheimnisse, die Sie in einem Arbeitsvertrag etwa zusichern, die haben natürlich einen Wert. Aber in Abwägung gegenüber starken Gemeinwohlgründen, wenn eben illegitimes oder illegales Handeln vorliegt, dann überwiegt für mich der Schutz des Gemeinwohls. Der Zweck heiligt das Mittel. Das sehen nicht alle so. Schon gar nicht jeder Richter. Sind Whistleblower immer nur am Wohl der Allgemeinheit interessiert? Das Ganze hat auch seine handfeste, weniger selbstlose Seite. Der finanzielle Aspekt, das ist ein ganz wichtiger beim Whistleblower. Wenn der Whistleblower kein Geld hat, dann wird er sehr schnell in die Knie gehen, weil er muss sich dann mit Prozessen herumschlagen, die nicht unbedingt er anstrengt, sondern die Gegenseite. Und schon hatte er die Partie mehr oder weniger verloren. Er wird seinen Job verlieren, er wird in Hartz IV rutschen, die Ehe wird vielleicht auseinandergehen. Also der Whistleblower bringt einen sehr hohen Einsatz. Und nicht jeder handelt wie Rudolf Schmenger aus lauteren Motiven. Whistleblower haben auch ihre eigene Agenda, verfolgen egoistische Absichten. Vielleicht geht es ihnen allein ums Geld. Vielleicht wollen sie sich vom eigenen Versagen reinwaschen. Welchen Wert haben dann noch ihre Enthüllungen? Why does that matter? Spielt das eine Rolle? Das ist Merit. I don't see why. Ich wüsste nicht, warum. Für mich heißt das Ziel, die Informationen raus in die Öffentlichkeit zu kriegen. Die Öffentlichkeit kann damit umgehen. WikiLeaks veröffentlicht Dokumente aus Originalquellen, solange die Dokumente korrekt sind. Und wir überprüfen das. Solange es wahre Informationen sind, verstehe ich nicht, welche Rolle die persönlichen Absichten des Whistleblowers spielen sollten. Noch einen Schritt weiter. Sollen Journalisten die Story nicht publizieren, den Skandal nicht aufdecken, auf Auflage verzichten, wenn der Whistleblower sie vielleicht nur für seine Zwecke einspannt? Wenn die Geschichte wahnsinnig wichtig ist, dann ist es letztlich egal, ob es das niedere Motive sind, ob jemand seinem Nachbarn eins auswischen will. Jede Art von Information, die wir bekommen, kann ja auch selektiv sein. Das heißt, wir müssen überlegen, was hat der Mensch uns denn vielleicht nicht gegeben? Was ist die andere Seite? Manchmal merkt man relativ am Schluss, okay, so stark, wie sie uns erzählt wurde, ist die Geschichte nicht, weil es wurden ganz wichtige Puzzlesteine weggelassen. Und das ist dann aber nicht die Sache des Whistleblowers, sondern das ist natürlich unsere Verantwortung. Auch Whistleblower tragen Verantwortung. Wenn sie etwa geheime Regierungsdokumente veröffentlichen und dabei vielleicht die Sicherheit ganzer Staaten riskieren. Hat es nicht gute Gründe, wenn Regierungen bestimmte Papiere unter Verschluss halten? Ich kann verstehen, wenn Regierungen in manchen Fällen etwas geheim halten wollen. Aber meine Haltung ist eine andere. Zum Beispiel gibt es in Großbritannien Untersuchungen der Regierung, die liegen Jahrzehnte zurück und sind immer noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, obwohl sie doch in deren Interesse waren. Und da fragt man sich schon, wie ist es um diese demokratische Regierung bestellt? Untersuchungen, die mit Steuermitteln finanziert wurden und demokratisch notwendig sind. Und selbst Jahrzehnte später dürfen wir nicht die Ergebnisse wissen. Staaten und Unternehmen machen um sich ein Geheimnis. Sie argumentieren mit guten Gründen. Der Whistleblower steht schnell da als Figur mit fragwürdiger Moral. Ein Whistleblower ist kein Denunziant. Ein Whistleblower legt sich an und der Denunziant biedert sich an. Der Whistleblower geht ein Risiko ein, der Denunziant geht in der Regel kein Risiko ein. Der Whistleblower handelt im gesellschaftlichen Interesse, der Denunziant handelt zum eigenen Vorteil. Okay. Mal gespannt, ob der junge Mann von der Presse auch kommt. Obwohl, er wird kommen. Wie soll er sonst die ganze Wahrheit erfahren? Mich muss er gar nicht erwähnen. Ich bleibe komplett draußen. Wenn er sich nicht an unsere Abmachung hält, dann war es das. Ich brauche keine Öffentlichkeit. So dachte sich das auch Antoine Deltour,
Aber seine Enthüllung, die LuxLeaks, entwickeln eine eigene Dynamik, derer er sich nicht entziehen kann. Er verliert die Kontrolle über seine Geschichte. Zu Beginn war ich sehr überrascht. Es war nie meine Absicht gewesen, alle Steuervermeidungspraktiken öffentlich zu machen. Sicher, ich habe die Dokumente einem Journalisten gegeben, aber ich wollte Vertraulichkeit. Daher war ich ziemlich erstaunt, als das alles öffentlich wurde. Aber ich war auch stolz, mit diesen Informationen eine öffentliche Debatte auszulösen. Denn in den Jahren davor hat man darüber kaum gesprochen. Das hat den Druck auf die Politiker erhöht, die Gesetze zu ändern. Whistleblower suchen nicht automatisch die Öffentlichkeit. Aber in seinem Fall, im Fall Snowden, bringt Aufmerksamkeit auch Schutz. Der Whistleblower wird sogar zum Medienstar, den die Öffentlichkeit für sich vereinnahmt. Edward Snowdens Fall ist ein wenig anders. Ed kann in der Öffentlichkeit sprechen. Er war einer unserer großen Antreiber, denn er ist selbst Teil der Debatte, Teil, die er angestoßen hat. Und damit ist er permanent in den Wohnzimmern der Leute präsent, in ihren Köpfen. Darauf sind wir besonders stolz. Klar, er braucht Unterstützer, aber er kann sich auch selbst gegen Propaganda verteidigen. Edward Snowden ist zum Symbol geworden für den Anspruch der Öffentlichkeit auf mehr Transparenz. Und der Whistleblower selbst steht im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Edward Snowden hat gesagt und hat es auch immer wieder betont, es ist nicht an ihm zu entscheiden, ob die Machenschaften der NSA zulässig sind oder nicht zulässig sind, ob sie im gesellschaftlichen Interesse sind und im Sinne der Gesellschaft. Es ist nicht an ihm, es ist nicht an einer Handvoll von Politikern, die vielleicht darüber Bescheid weiß. Und es ist schon gar nicht an den Oberen der NSA selber, das zu entscheiden. Das ist ein Wissen, was die ganze Gesellschaft angeht, wo sie die Möglichkeit haben muss, darüber zu reflektieren und zu diskutieren. Und deswegen hat er die Sachen öffentlich gemacht. Mit Hilfe von Journalisten. Ein symbiotisches Verhältnis. Ohne den Whistleblower John Doe wären die Panama Papers, die Machenschaften rund um die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, nie ans Tageslicht gekommen. Ich glaube aber, dass Whistleblower natürlich Journalisten auch einen Zugang zu Bereichen schaffen, den man selbst als tief grabender Investigativjournalist womöglich nach selbst bei jahrelangem Graben nicht rankommt. Weil wir kannten ja zum Beispiel auch diese Firma schon, Mossack Fonseca. Das ist ja für uns keine Unbekannte gewesen. Das war immer aber auch so eine Wand, gegen die wir auch gerannt sind. Wir haben in vielen Skandalen Spuren gesehen, die zu dieser Firma führen und zu Firmen, die von Mossack Fonseca aufgesetzt worden sind. Wir konnten aber nie so richtig dahinter schauen. Und das war durch den Whistleblower erst möglich. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Wird schon nicht verkehrt sein, mal die ganze Story zu Protokoll zu geben, ehe ich den Preis der Wahrheit zahle und zum Whistleblower werde. Der Preis der Wahrheit. Für Whistleblower ziemlich hoch. Die Entscheidung, einer zu werden, nicht leicht. Was geht da in einem vor? So mutig wie der Snowden müsste man sein. Wenn ich die Nummer öffentlich mache, dann platzt die Bombe. Ein Skandal wie die Panama Papers. Wie sagt man so schön, unsere Demokratie wäre in ihren Grundfesten erschüttert. Aber ist es das wert? Was habe ich davon? Wie lange schaust du zu und schweigst? Wann machst du dein Wissen öffentlich und zeigst Gesicht, ohne zu ahnen, was dann passiert? Sie hat es getan.
Brigitte Heinisch war Altenpflegerin in Berlin, wollte nicht länger die Missstände an ihrem Arbeitsplatz dulden, klagt, geht damit in die Öffentlichkeit. Ihr wird fristlos gekündigt. Es gab also zwei Sachen. Einmal die Sache, dass ich mich auch selber schützen musste in diesen ganzen Ausfällen nicht für unser Gemeinwohl zur Verfügung stellen. Und das ist eine Verpflichtung als Demokrat, weil ansonsten setzen wir ja selbst mit unserem Handeln unsere Gewaltenteilung außer Kraft. Ein Verräter von Geschäftsgeheimnissen steht vor Gericht. Sein Verrat spart Europas Bürgern Milliarden. Antoine Deltour, ein junger Franzose, der im nahen Luxemburg Karriere machen will. Er startet als Rechnungsprüfer und macht dann öffentlich, wie Großkonzerne Milliarden Euro an Steuern sparen. Und das mit Hilfe des Staates Luxemburg. Der Anfang von LuxLeaks. Als Rechnungsprüfer war ich nicht direkt mit Steuerangelegenheiten befasst. Ich hatte nur die Steuerkonten von kleinen Firmen zu prüfen. Mit der Zeit aber habe ich die wahre Natur dieser Steuerpraktiken erkannt. Ich konnte das nicht akzeptieren, war nicht mehr motiviert und beschloss schließlich zu kündigen. Whistleblower brauchen Öffentlichkeit. Journalisten, die Informationen prüfen und publizieren. Umstand und dass ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte, wie dort alte Menschen verwahrlosen und vernachlässigt werden und dass ich die Pflege, die eigentlich geschuldet ist den Leuten, weil sie haben ja auch dafür bezahlt, also nicht leisten konnte. Berufsethos, sowas gibt es. Es war die Motivation für ihn. Rudolf Schmenger, heute Steuerberater. Er war mal Steuerfahnder in Frankfurt, bis er zwangspensioniert wird wegen angeblicher psychischer Probleme. Fast so etwas wie der Prototyp des korrekten deutschen Beamten. Er war Teil einer Spezialtruppe der Steuerfahndung, die Razzien bei Großbanken initiiert und so Tausende von Verfahren anschiebt, bis sie ohne triftige Gründe gestoppt werden. Rudolf Schmenger will das nicht akzeptieren und pfeift auf die Karriere. Deshalb finde ich das auch wichtig, dass man dann nicht schweigt für eine Beförderung, sondern wir müssen die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis setzen, dass Jahr für Jahr sehr hohe zweistellige Milliardenbeträge an Steuer. Wie Frederik Obermeier und Bastian Obermeier. Sie sind Enthüllungsjournalisten. Einer, der sich John Doe nennt, einer, der unerkannt bleiben möchte, hat sich die beiden Journalisten der Süddeutschen Zeitung ausgesucht. Für den ganz großen Verrat. Die Panama Papers. Es ist nicht das erste Mal, dass sie mit einem Whistleblower zusammenarbeiten. Ich glaube, jeder ist so für sich einzigartig. Was sie eint, ist, wenn ich das irgendwie feststellen kann aus der Ferne, so eine Art irgendwie Drang nach Gerechtigkeit, dass man irgendwas, was falsch läuft, gerade rücken möchte. Whistleblower haben Helfer. Sarah Harrison ist so jemand. WikiLeaks-Aktivistin, die selbst sehr viel riskiert. 3 Jahre darf sie nicht in ihr Heimatland England, nachdem sie Edward Snowden zur Flucht verholfen hatte. Snowden, der ehemalige NSA-Mitarbeiter, der das weltweite Überwachungsprogramm der US-Geheimdienste verrät. Klingt nach Abenteuer. Yeah, in many ways. Ja, in vielerlei Hinsicht. Natürlich, ich. For somebody who has a very common 8-character password, it can literally take less than a second. Ich glaube sehr an den Kampf und ich genieße das auch. Darf ich Geheimnisse verraten? Nachdem ich gegenüber meinen Dienstvorgesetzten signalisierte, dass ich mich nicht beugen werde, hat man dann den Versuch unternommen, über meine Familie Druck auszuüben. Ob man denn überhaupt wüsste, was für ein krimineller Schwiegersohn man hat und. Wenn man als Lügner bezeichnet wird, obwohl man die Wahrheit sagt, ist es schon persönlich. Sie haben ja meine Glaubwürdigkeit, meinen Beruf, meine Berufsehre, die haben ja alles kaputt gemacht. Wo endet Loyalität?
Ich habe aus Überzeugung gehandelt, ich stehe zu dem, was ich getan habe, aber ich habe nicht mit dem Risiko gerechnet, womöglich ins Gefängnis gehen zu müssen. Nicht vereinbaren konnte, wie dort alte Menschen verwahrlosen und vernachlässigt werden und dass ich die Pflege, die eigentlich geschuldet ist den Leuten, weil sie haben mir auch dafür bezahlt, also nicht leisten konnte. Berufsethos. Sowas gibt es. Es war die Motivation für ihn. Rudolf Schmenger, heute Steuerberater. Er war mal Steuerfahnder in Frankfurt, bis er zwangspensioniert wird wegen angeblicher psychischer Probleme. Fast so etwas wie der Prototyp des korrekten deutschen Beamten. Er war Teil einer Spezialtruppe der Steuerfahndung, die Razzien bei Großbanken initiiert und so Tausende von Verfahren anschiebt, bis sie ohne triftige Gründe gestoppt werden. Rudolf Schmenger will das nicht akzeptieren und pfeift auf die Karriere. Deshalb finde ich das auch wichtig, dass man dann nicht schweigt für eine Beförderung, sondern wir müssen die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis setzen, dass Jahr für Jahr sehr hohe zweistellige Milliardenbeträge an Steuer. Wie Frederik Obermeier und Bastian Obermeier. Sie sind Enthüllungsjournalisten. Einer, der sich John Doe nennt, einer, der unerkannt bleiben möchte, hat sich die beiden Journalisten der Süddeutschen Zeitung ausgesucht. Für den ganz großen Verrat. Die Panama Papers. Es ist nicht das erste Mal, dass sie mit einem Whistleblower zusammenarbeiten. Ich glaube, jeder ist so für sich einzigartig. Was sie eint, ist, wenn ich das irgendwie feststellen kann aus der Ferne, so eine Art irgendwie Drang nach Gerechtigkeit, dass man irgendwas, was falsch läuft, gerade rücken möchte. Whistleblower haben Helfer. Sarah Harrison ist so jemand. WikiLeaks-Aktivistin, die selbst sehr viel riskiert. 3 Jahre darf sie nicht in ihr Heimatland England, nachdem sie Edward Snowden zur Flucht verholfen hatte. Snowden, der ehemalige NSA-Mitarbeiter, der das weltweite Überwachungsprogramm der US-Geheimdienste verrät. Klingt nach Abenteuer. Yeah, in many ways. Ja, in vielerlei Hinsicht. Natürlich, ich. For somebody who has a very common 8-character password, it can literally take less than a second. Ich glaube sehr an den Kampf und ich genieße das auch. Darf ich Geheimnisse verraten? Nachdem ich gegenüber meinen Dienstvorgesetzten signalisierte, dass ich mich nicht beugen werde, hat man dann den Versuch unternommen, über meine Familie Druck auszuüben. Ob man denn überhaupt wüsste, was für ein krimineller Schwiegersohn man hat und, und. Aus einer tiefen Überzeugung heraus kann man so eine Widerständigkeit auch entwickeln. Ich denke, sehr viele Whistleblower sind Einzelgänger. In dem Augenblick, wo man gewisse Insider-Informationen erstmal mit einem größeren Kreis diskutiert, dann kommen die Bedenkenträger, die natürlich dann nur ihre eigenen Privilegien im Vordergrund sehen. Und das ist nicht unbedingt aufbauend, sondern in so einer Situation braucht man Menschen, die einem auf die Risiken hinweisen, die aber begleitend einem zur Seite stehen. Mensch, für Gerechtigkeit bin ich schon auch. Wenn ich da noch länger zusehe, scheiß Gewissen. Nur, wenn ich rausposaune, was ich weiß, dann wird's gefährlich. Werden die nicht alles tun, um mich zu stoppen? Sind Staaten und Regierungen beteiligt, dann gehört die ständige Überwachung der Kommunikation, der E-Mails und Telefonate dazu. Wird zur Normalität. Das, was ich jeden Tag am stärksten spüre, ist das Risiko, sich in einer hochgesicherten Umgebung zu bewegen. Wenn ich einen Fehler mache, dann riskiere ich nicht mein Leben, sondern ich riskiere anderer Leute Leben und Freiheit. Das ist eine große Verantwortung, die mich auch besorgt.
Wenn dein eigenes Tun sich auf die Freiheiten eines anderen auswirkt, das ist schon eine große Sache, mit der man umgehen muss. Verlust der persönlichen Freiheiten. Damit ist zu rechnen. Bei Ex-Steuerfahnder Rudolf Schmenger beginnt das, als er amtsintern den zu laxen Umgang mit Steuersündern moniert. Ich habe riskiert, dass man mir ja meinen Beruf nahm, dass man mich sogar psychisch adressieren ließ über einen Falschgutachter, wie wir heute wissen, dass man mich bis zum heutigen Tage eigentlich diffamiert, verleumdet, weil solange ich nicht rehabilitiert bin durch die hessische Landesregierung, stehen immer noch diese falschen Einträge im Internet. Sie wurde rehabilitiert vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Trotzdem. Wenn man als Lügner bezeichnet wird, obwohl man die Wahrheit sagt, ist es schon persönlich. Also das haben sie gemacht. Sie haben ja meine Glaubwürdigkeit, sie haben ja mein, was ich als Fachkraft, als meinen Beruf, meine Berufsehre, die haben ja alles kaputt gemacht. Auf Bewährung verurteilt. Ein Jahr zuvor hat das Europaparlament Antoine Deltour noch den Bürgerpreis verliehen. Zuvor hat sie 4 Monate an der Seite von Edward Snowden verbracht. Erst in Hongkong, dann in Moskau. Sie macht Weltgeschichte, immer auf der Hut vor Geheimdiensten. Noch immer darf sie nicht in die USA reisen. Für mich ist es vergleichsweise harmlos. Jemand wie Julian Assange, der sitzt seit 4 Jahren in einem Zimmer, jeden Tag, obwohl selbst die UN sagen, dass das nicht rechtens ist. Ich kann mich fast auf der ganzen Welt bewegen. Gut, ich darf nicht in die USA, aber ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Es gibt so viele gute und aufregende Dinge an meiner Arbeit und ja, ein bisschen bin ich auch ein Adrenalin-Junkie. Brigitte Heinisch war Altenpflegerin. Sie ist niemand, der das Abenteuer als Whistleblower sucht. 7 Jahre kämpft sie gegen die fristlose Kündigung des Arbeitgebers, aber verliert in allen Instanzen. Wenn man sich rausstellt und sagt, hier, die Sachen mache ich nicht mehr mit, ich mache jetzt die Dinge öffentlich, dann stellt man sich schon in erste Reihe halt, ne? Und da muss man schon Kraft haben, stressresistent sein und das war ich nicht. Also war ich über einen gewissen Zeitraum. Ich habe ja 10 Jahre lang Antidepressiva nehmen müssen. Ich habe ja unter Antidepressiva die ganze Sache durchgestanden. Erst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt, ihre Kündigung ist ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Die Wiederaufnahme des Verfahrens bringt einen Vergleich, 90.000 Euro. Aus der fristlosen wird eine ordentliche Kündigung. Ich hatte ja vom Europäischen Gerichtshof gewonnen. Hatte ein Wiederaufnahmeverfahren, bin in diesem Wiederaufnahmeverfahren von dem Richter erneut bedroht worden. Der hat zu mir gesagt, Frau Heinisch, wenn Sie jetzt hier nicht zustimmen mit dem Vergleich, ich wollte ja diesen Vergleich ja nicht, ne? dann können wir noch Jahre eine juristische Auseinandersetzung führen. Der hat mich richtig bedroht. Er hat gesagt, er möchte es bitte unterlassen, was das soll. Whistleblowing verändert nicht nur den Whistleblower. Mit den Konsequenzen leben auch diejenigen, die die geheimen Informationen verwerten, wie Investigativjournalisten. Ich glaube, man wird selbst so ein bisschen paranoid. So, man fängt an, sich auf einmal Gedanken zu machen, welches Handy... Ohne den Whistleblower John Doe wären die Panama Papers, die Machenschaften rund um die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, nie ans Tageslicht gekommen. Ich glaube aber, dass Whistleblower natürlich Journalisten auch einen Zugang zu Bereichen schaffen, den man selbst als tiefgrabender Investigativjournalist womöglich nach selbst bei jahrelangen Graben nicht rankommt. Weil wir kannten ja zum Beispiel auch diese Firma schon, Mossack Fonseca. Das ist ja für uns keine Unbekannte gewesen. Das war immer
aber auch so eine Wand, gegen die wir auch gerannt sind. Wir haben in vielen Skandalen Spuren gesehen, die zu dieser Firma führen und zu Firmen, die von Mossack Fonseca aufgesetzt worden sind. Wir konnten aber nie so richtig dahinter schauen. Und das war durch den Whistleblower erst möglich. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Wird schon nicht verkehrt sein, mal die ganze Story zu Protokoll zu geben, ehe ich den Preis der Wahrheit zahle und zum Whistleblower werde. Der Preis der Wahrheit. Für Whistleblower ziemlich hoch. Die Entscheidung, einer zu werden, nicht leicht. Was geht da in einem vor? So mutig wie der Snowden müsste man sein. Wenn ich die Nummer öffentlich mache, dann platzt die Bombe. Ein Skandal wie die Panama Papers. Wie sagt man so schön, unsere Demokratie wäre in ihren Grundfesten erschüttert. Aber ist es das wert? Was habe ich davon? Wie lange schaust du zu und schweigst? Wann machst du dein Wissen öffentlich und zeigst Gesicht, ohne zu ahnen, was dann passiert? Sie hat es getan. Brigitte Heinisch war Altenpflegerin in Berlin. Wollte nicht länger die Missstände an ihrem Arbeitsplatz dulden. Klagt, geht damit in die Öffentlichkeit. Ihr wird fristlos gekündigt. Es gab also zwei Sachen. Einmal die Sache, dass ich mich auch selber schützen musste in diesen ganzen Ausfällen, nicht für unser Gemeinwohl zur Verfügung stehen. Und das ist eine Verpflichtung als Demokrat, weil ansonsten setzen wir ja selbst mit unserem Handeln unsere Gewaltenteilung außer Kraft. Was ist die andere Seite? Manchmal merkt man relativ am Schluss, okay, so stark, wie sie uns erzählt wurde, ist die Geschichte nicht, weil es wurden ganz wichtige Puzzlesteine weggelassen. Und das ist dann aber nicht die Sache des Whistleblowers, sondern das ist natürlich unsere Verantwortung. Auch Whistleblower tragen Verantwortung, wenn sie etwa geheime Regierungsdokumente veröffentlichen und dabei vielleicht die Sicherheit ganzer Staaten riskieren. Hat es nicht gute Gründe, wenn Regierungen bestimmte Papiere unter Verschluss halten? Ich kann verstehen, wenn Regierungen in manchen Fällen etwas geheim halten wollen. Aber meine Haltung ist eine andere. Zum Beispiel gibt es in Großbritannien Untersuchungen der Regierung, die liegen Jahrzehnte zurück und sind immer noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, obwohl sie doch in deren Interesse waren. Und da fragt man sich schon, wie ist es um diese demokratische Regierung bestellt? Untersuchungen, die mit Steuermitteln finanziert wurden und demokratisch notwendig sind. Und selbst Jahrzehnte später dürfen wir nicht die Ergebnisse wissen. Staaten und Unternehmen machen um sich ein Geheimnis. Sie argumentieren mit guten Gründen. Der Whistleblower steht schnell da als Figur mit fragwürdiger Moral. Ein Whistleblower ist kein Denunziant. Ein Whistleblower legt sich an und der Denunziant biedert sich an. Der Whistleblower geht ein Risiko ein, der Denunziant geht in der Regel kein Risiko ein. Der Whistleblower handelt im gesellschaftlichen Interesse, der Denunziant handelt zum eigenen Vorteil. Okay. Mal gespannt, ob der junge Mann von der Presse auch kommt. Obwohl, er wird kommen. Wie soll er sonst die ganze Wahrheit erfahren? Mich muss er gar nicht erwähnen. Ich bleibe komplett draußen. Wenn er sich nicht an unsere Abmachung hält, dann war es das. Ich brauche keine Öffentlichkeit. So dachte sich das auch Antoine Deltour. Aber seine Enthüllung, die LuxLeaks, entwickeln eine eigene Dynamik, derer er sich nicht entziehen kann.
Er verliert die Kontrolle über seine Geschichte. Zu Beginn war ich sehr überrascht. Es war nie meine Absicht gewesen, alle Steuervermeidungspraktiken öffentlich zu machen. Sicher, ich habe die Dokumente einem Journalisten gegeben, aber ich wollte Vertraulichkeit. Daher war ich ziemlich erstaunt, als das alles öffentlich wurde. Aber ich war auch stolz mit diesen Informationen. Ob wir schon verpasst haben, weil es ja auch die erste Kontaktaufnahme. Wir haben viele Nachrichten, die uns erreichen. Da hört sich vieles oft verrückt an. Vieles ist es auch, aber manchmal steckt in so einer verrückten Nachricht dann auch ein ganz, ganz wichtiger Kern und auch der Beginn von einer ganz, ganz großen Geschichte. Und da irgendwie es zu erkennen oder auch das Glück haben, das zu erkennen, ich glaube, das braucht man einfach. Bekommen Journalisten Zugriff auf brisantes Material, wie zum Beispiel die Panama Papers, wird es technisch. Wie schützt man die Informationen? Verschlüsselung der Daten. Fragen eigentlich für Geheimagenten, nicht für Journalisten. Da haben wir uns sehr, sehr viele technische Fragen einfach stellen müssen. Ich meine, wir hatten da zu dem Zeitpunkt einen Datenberg, der damals ein paar hundert Gigabyte groß war. Aber wo wir in Zeiten von NSA und Co. auch wissen, Daten, die auf einem Computer liegen, der irgendwie in Verbindung nur zum Internet steht, sind gefährdet. Also mussten wir uns überlegen, okay, wir brauchen also Computer, die nicht am Internet sind und auch noch nicht waren, die dadurch also einfach noch nicht irgendwie, wo nicht irgendwelche Malware schon draufgespielt sein kann. Wir haben einen eigenen Raum hier im Haus bekommen, zu dem nur ganz, ganz wenig Leute Zugriff hatten. Wir haben dann so Sachen gemacht, dass wir auch die Computergehäuse geschützt haben, um zu sehen, wenn da jemand schon in diesen Raum reinkommen würde und quasi versucht, die Gehäuse zu manipulieren. Wir haben Kommunikation über dieses Projekt aufs Minimum heruntergefahren und auch die dann einfach uns strikt einfach darauf gepocht, alles, was über dieses Projekt geredet wird, muss verschlüsselt sein. Es darf keine offene Kommunikation darüber geben. Und ich glaube, das ist einfach bei dem Projekt, wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre es irgendwann auch aufgeflogen. Die Digitalisierung hat auch das Whistleblowing verändert. Auch hier macht das Internet alles größer und schneller. WikiLeaks gibt es nur, weil es das Internet gibt. Die Möglichkeit, in Windeseile Tausende von Dokumenten öffentlich zu machen. In Echtzeit. Das funktioniert nicht mit gedruckten Zeitungen oder mit Büchern. Die Technologie hat ganz neue Möglichkeiten geschaffen. Und man kann sich vorstellen, Regierungen, die schon früher gegen Whistleblowing vorgegangen sind, für die muss es jetzt der Horror sein. Auch vor 20, 30 Jahren gab es schon Whistleblower. Aber es fiel weniger auf. Womöglich, weil es nur ein paar kopierte Seiten sind, die damals Journalisten angeboten werden. Einen Schritt weiter. Sollen Journalisten die Story nicht publizieren, den Skandal nicht aufdecken, auf Auflage verzichten, wenn der Whistleblower sie vielleicht nur für seine Zwecke einspannt? Wenn die Geschichte wahnsinnig wichtig ist, dann ist es letztlich egal, ob es das niedere Motive sind, ob ich jemand seinem Nachbarn eins auswischen will. Jede Art von Information, die wir bekommen, kann ja auch selektiv sein. Das heißt, wir müssen überlegen, was hat der Mensch uns denn vielleicht nicht gegeben? Was ist die andere Seite? Manchmal merkt man relativ am Schluss, okay, so stark, wie sie uns erzählt wurde, ist die Geschichte nicht, weil es wurden ganz wichtige Puzzlesteine weggelassen. Und das ist dann aber nicht die Sache des Whistleblowers, sondern das ist natürlich unsere Verantwortung. Auch Whistleblower tragen Verantwortung. Wenn sie etwa geheime Regierungsdokumente veröffentlichen und dabei vielleicht die Sicherheit ganzer Staaten riskieren. Hat es nicht gute Gründe, wenn Regierungen bestimmte Papiere unter Verschluss halten? Ich kann verstehen, wenn Regierungen in manchen Fällen etwas geheim halten wollen. Aber meine Haltung ist eine andere. Zum Beispiel gibt es in Großbritannien Untersuchungen der Regierung, die liegen Jahrzehnte zurück und sind immer noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, obwohl sie doch in deren Interesse waren.
Und da fragt man sich schon, wie ist es um diese demokratische Regierung bestellt? Untersuchungen, die mit Steuermitteln finanziert wurden und demokratisch notwendig sind. Und selbst Jahrzehnte später dürfen wir nicht die Ergebnisse wissen. Staaten und Unternehmen machen um sich ein Geheimnis. Sie argumentieren mit guten Gründen. Der Whistleblower steht schnell da als Figur mit fragwürdiger Moral. Ein Whistleblower ist kein Denunziant. Ein Whistleblower legt sich an und der Denunziant biedert sich an. Der Whistleblower geht ein Risiko ein, der Denunziant geht in der Regel kein Risiko ein. Der Whistleblower handelt im gesellschaftlichen Interesse, der Denunziant handelt zum eigenen Vorteil. Okay. Mal gespannt, ob der junge Mann von der Presse auch kommt. Obwohl, er wird kommen. Wie soll er sonst die ganze Wahrheit erfahren? Mich muss er gar nicht erwähnen. Ich bleibe komplett draußen. Wenn er sich nicht an unsere Abmachung hält, dann war es das. Ich brauche keine Öffentlichkeit. So dachte sich das auch Antoine Deltour. Aber seine Enthüllung, die LuxLeaks entwickeln eine eigene Dynamik, derer er sich nicht entzieht. Keiner kann vorhersagen, wie ein Fall, der vor Gericht kommt, ausgeht. Klar ist, wer Missstände bei seinem Arbeitgeber aufdeckt, ist in einem Dilemma. Denn als Angestellter oder Beamter unterliegt er besonderen Verpflichtungen, beispielsweise der Amtsverschwiegenheit. Die erste Verhandlung, die hatte ich ja gewonnen. Und da war ich zufrieden. Und da habe ich gedacht, na, vielleicht klären sich die Sachen jetzt noch. Okay, haben sie auf die Mütze jetzt gekriegt, kannst wieder im Betrieb, kannst weiterarbeiten. So, ging nicht. Sind in Berufung gegangen, haben gesagt, Frau Hennig, Sie haben eine gesteigerte Loyalitätspflicht Ihren Arbeitgeber gegenüber. Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, der ist in Deutschland immer schon strafbewehrt. Und da gibt es diesen sehr stark betonten Schutz von ökonomischen Geheimnissen. Und dem steht nicht ein vergleichbarer Schutz des demokratisch wichtigen Whistleblowers gegenüber. Antoine Deltours Ex-Arbeitgeber PricewaterhouseCoopers, eine weltweit agierende Beratungsgesellschaft, hat großen internationalen Konzernen geholfen, Steuern zu vermeiden. Wer so etwas öffentlich macht, macht sich strafbar. Ich glaube, wir müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen. In etlichen Wirtschaftssektoren, bei einem Teil der Unternehmen, ist der Bruch von Recht oder zumindest illegitimes Handeln so normal, dass Whistleblower eine Gefahr für das jeweilige Geschäftsmodell darstellen. Und deshalb gibt es eben in praktisch keinem europäischen Land eine umfassende Schutzgesetzgebung für Hinweisgeber. Was wir jetzt sehen, ist ein Witz. Also da werden Leute, die irgendwie sich selbst gefährden, um das Wohl aller, dann eingesperrt. Und große Firmen dürfen selbst entscheiden, was ihre Handelsgeheimnisse sind. Noch immer fehlt ein ausreichender gesetzlicher Rahmen für Whistleblowing. Und das grenzübergreifend. Zum Beispiel der Fall von Edward Snowden. Als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, habe ich mit einer Reihe von Politikern gesprochen, ob Edward Snowden hier Asyl bekommen kann. Man hat seinen Antrag zurückgewiesen. Verschiedene Leute sagten mir, man könne ihn hier nicht schützen, weil der deutsche Geheimdienst mehr Rücksicht auf die Interessen der USA nehme als auf die deutsche Regierung. Das ist unglaublich. Man sieht daran, wie politisch aufgeladen diese Fälle sind und wie die USA das alles dominieren. But yeah, you can see from these sorts of things how politicized these cases are, how dominant the US is in them. In Deutschland gab es Gesetzentwürfe, Expertenanhörungen. Die Fragen sind ausdiskutiert, die Themen alle erläutert. Doch bis heute kein Gesetz zum Schutz von Whistleblowern und Teile haben dürfen. Was soll das bedeuten? Keiner kann vorhersagen, wie ein Fall, der vor Gericht kommt, ausgeht. Klar ist, wer Missstände bei seinem Arbeitgeber aufdeckt, ist in einem Dilemma. Denn als Angestellter oder Beamter unterliegt er besonderen Verpflichtungen, beispielsweise der Amtsverschwiegenheit. Die erste Verhandlung, die hatte ich ja gewonnen und da war ich zufrieden. Und da habe ich gedacht, na, vielleicht klären sich die Sachen jetzt noch. Okay, haben sie auf die Mütze jetzt gekriegt, kannst wieder im Betrieb, kannst weiterarbeiten. So, ging nicht.
sind in Berufung gegangen, haben gesagt, Frau Hennig, Sie haben eine gesteigerte Loyalitätspflicht Ihren Arbeitgeber gegenüber. Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, der ist in Deutschland immer schon strafbewehrt. Und da gibt es diesen sehr stark betonten Schutz von ökonomischen Geheimnissen. Und dem steht nicht ein vergleichbarer Schutz des demokratisch wichtigen Whistleblowers gegenüber. Antoine Deltours Ex-Arbeitgeber PricewaterhouseCoopers, eine weltweit agierende Beratungsgesellschaft, hat großen internationalen Konzernen geholfen, Steuern zu vermeiden. Wer so etwas öffentlich macht, macht sich strafbar. Ich glaube, wir müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen. In etlichen Wirtschaftssektoren, bei einem Teil der Unternehmen, ist der Bruch von Recht oder zumindest illegitimes Handeln so normal, dass Whistleblower eine Gefahr für das jeweilige Geschäftsmodell darstellen. Und deshalb gibt es eben in praktisch keinem europäischen Land eine umfassende Schutzgesetzgebung für Hinweisgeber. Was wir jetzt sehen, ist ein Witz. Also da werden Leute, die irgendwie sich selbst gefährden um das Wohl aller, werden eingesperrt. Und große Firmen dürfen selbst entscheiden, was ihre Handelsgeheimnisse sind. Noch immer fehlt ein ausreichender gesetzlicher Rahmen für Whistleblowing. Und das grenzübergreifend. Zum Beispiel der Fall von Edward Snowden. Als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, habe ich mit einer Reihe von Politikern gesprochen, ob Edward Snowden hier Asyl bekommen kann. Man hat seinen Antrag zurückgewiesen. Verschiedene Leute sagten mir, man könne ihn hier nicht schützen, weil der deutsche Geheimdienst mehr Rücksicht auf die Interessen der USA nehme als auf die deutsche Regierung. Das ist unglaublich. Man sieht daran, wie politisch aufgeladen diese Fälle sind und wie die USA das alles dominieren. But yeah, you can see from these sorts of things how politicized these cases are, how dominant the US is in them. In Deutschland gab es Gesetzentwürfe, Expertenanhörungen. Die Fragen sind ausdiskutiert, die Themen alle erläutert. Doch bis heute, so mutig wie der Snowden müsste man sein. Wenn ich die Nummer öffentlich mache, dann platzt die Bombe. Ein Skandal wie die Panama Papers. Wie sagt man so schön, unsere Demokratie wäre in ihren Grundfesten erschüttert. Aber ist es das wert? Was habe ich davon? Wie lange schaust du zu und schweigst? Wann machst du dein Wissen öffentlich und zeigst Gesicht, ohne zu ahnen, was dann passiert? Sie hat es getan. Brigitte Heinisch war Altenpflegerin in Berlin. Wollte nicht länger die Missstände an ihrem Arbeitsplatz dulden. Klagt, geht damit in die Öffentlichkeit. Ihr wird fristlos gekündigt. Es gab also zwei Sachen. Einmal die Sache, dass ich mich auch selber schützen musste in diesen Ländern. Ausfällen nicht für unser Gemeinwohl zur Verfügung stehen. Und das ist eine Verpflichtung als Demokrat. Weil ansonsten setzen wir ja selbst mit unserem Handeln unsere Gewaltenteilung außer Kraft. Ein Verräter von Geschäftsgeheimnissen steht vor Gericht. Sein Verrat spart Europas Bürgern Milliarden. Antoine Deltour, ein junger Franzose, der im nahen Luxemburg Karriere machen will. Er startet als Rechnungsprüfer und macht dann öffentlich, wie Großkonzerne Milliarden Euro an Steuern sparen. Und das mit Hilfe des Staates Luxemburg. Der Anfang von LuxLeaks. Als Rechnungsprüfer war ich nicht direkt mit Steuerangelegenheiten befasst. Ich hatte nur die Steuerkonten von kleinen Firmen zu prüfen. Mit der Zeit aber habe ich die wahre Natur dieser Steuerpraktiken erkannt. Ich konnte das nicht akzeptieren, war nicht mehr motiviert und beschloss schließlich zu kündigen. Whistleblower brauchen Öffentlichkeit. Journalisten, die Informationen prüfen und publizieren. Umstand und dass ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte, wie dort alte Menschen verwahrlosen und vernachlässigt werden und dass ich die Pflege, die eigentlich geschuldet ist,
den Leuten, weil sie haben mir auch dafür bezahlt, also nicht leisten konnte. Berufsethos. Sowas gibt es. Es war die Motivation für ihn. Rudolf Schmenger, heute Steuerberater. Er war mal Steuerfahnder in Frankfurt, bis er zwangspensioniert wird wegen angeblicher psychischer Probleme. Fast so etwas wie der Prototyp des korrekten deutschen Beamten. Er war Teil einer Spezialtruppe der Steuerfahndung, die Razzien bei Großbanken initiiert und so Tausende von Verfahren anschiebt. Bis sie einer, der sich John Doe nennt, einer, der unerkannt bleiben möchte, hat sich die beiden Journalisten der Süddeutschen Zeitung ausgesucht. Für den ganz großen Verrat. Die Panama Papers. Es ist nicht das erste Mal, dass sie mit einem Whistleblower zusammenarbeiten. Ich glaube, jeder ist so für sich einzigartig. Was sie eint, ist, wenn ich das irgendwie feststellen kann aus der Ferne, so eine Art irgendwie Drang nach Gerechtigkeit, dass man irgendwas, was falsch läuft, gerade rücken möchte. Whistleblower haben Helfer. Sarah Harrison ist so jemand. WikiLeaks-Aktivistin, die selbst sehr viel riskiert. 3 Jahre darf sie nicht in ihr Heimatland England, nachdem sie Edward Snowden zur Flucht verholfen hatte. Snowden, der ehemalige NSA-Mitarbeiter, der das weltweite Überwachungsprogramm der US-Geheimdienste verrät. Klingt nach Abenteuer. Ja, in vielerlei Hinsicht. Natürlich, ich bin nicht naiv. Ich sehe, dass die Risiken echt sind. Aber andererseits glaube ich zutiefst an den Sinn und Wert dieser Arbeit. Und ich glaube sehr an den Kampf. Und ich genieße das auch. Lust am Kampf für Gerechtigkeit. Die ist nicht jedem gegeben. Die Motivation, Missstände öffentlich zu machen, zum Whistleblower zu werden, speist sich tief aus der eigenen Persönlichkeit. Du brauchst eine innere Haltung, um die Sache durchzustehen. Da kannst du ganz viel Solidarität von außen haben, aber wenn du nicht diesen Widerstand entwickelst, also dass du widerständig wirst, dann schaffst du das nicht. Das ist auch aus meiner tiefsten Überzeugung herausgekommen halt. Nur aus einer tiefen Überzeugung heraus kann man so eine Widerständigkeit auch entwickeln. Ich denke, sehr viele Whistleblower sind Einzelgänger. In dem Augenblick, wo man gewisse Insider-Informationen erstmal mit einem größeren Kreis diskutiert, dann kommen die Bedenkenträger, die natürlich dann nur ihre eigenen Privilegien im Vordergrund sehen. Das ist nicht unbedingt aufbauend, sondern in so einer Situation braucht man Menschen, die einem auf die Risiken hinweisen, die aber begleitend einem zur Seite stehen. Mensch, für Gerechtigkeit bin ich schon auch. Wenn ich da noch länger zusehe, scheiß Gewissen. Nur, wenn ich rausposaune, was ich weiß, dann wird's gefährlich. Werden die nicht alles tun, um mich zu stoppen?